Es sind diese kleinen Kästen, die dafür verantwortlich sind, dass uns zu Hause oder in der Arbeit nicht stündlich der Strom ausfällt. Die sogenannten Spraycons vom Linzer Hightech-Unternehmen Sprecherautomation kämpfen gegen die gefürchteten Blackouts. Das Blackout kann im Wesentlichen durch zwei Aspekte ausgelöst werden. Einmal durch technische Gebrechen oder durch Überlast. Das ist jetzt sicherlich ein Thema bei der zukünftigen Einbindung von grünen Strom in die bestehenden Übertragungs- und Verteilnetze. Und dann natürlich durch Hacker kann ein Blackout ausgelöst werden. Zum Beispiel, wenn dann ein Baum in der Hochspannungsleitung fällt, dann passiert ein Erdschluss oder ein Kurzschluss und das Gerät schaltet dann die Strecke frei. Also die Leistungsschalter vorne und hinten werden ausgeschaltet und die Strecke wird freigeschaltet. Und das ist ganz was Wichtiges. Da muss eine ganz hohe Qualität da sein. Ohne den funktioniert es nicht, weil wenn da eine Fehlschaltung ist, werden ganze Landstriche, ganze Stadtteile Fenster geschalten. Weil solche Blackouts eben auch durch Hacker ausgelöst werden können, spielt das Thema Cybersecurity eine immer größere Rolle. Cybersecurity war eigentlich seit der ersten Entwicklungsstunde von unserem Digitalisierungssystem ein ganz wichtiges Thema. Deswegen haben wir den mutigen Schritt gemacht, nicht auf kommerzielle Software zu setzen, auch in den Betriebssystemen nicht, sondern die Software von Grund auf selbst zu entwickeln. Alles wird digitaler, auch unsere Stromnetze. Der Vorteil, es schont die Umwelt und das Klima. Mit unseren Digitalisierungssystemen für die Energieanlagen sparen wir Tonnen von wertvollen Rohstoffen ein, wie beispielsweise Kupfer. Vereinfacht könnte man sogar sagen, wir ersetzen Rohstoffressourcen durch Softwareprogrammzeilen. Man braucht natürlich auch noch ein klein wenig Hardware. Man kann sagen, aus Tonnen von Hardware werden dann nur mehr wenige Decker Hardware durch die Digitalisierung. Trotzdem braucht es vor allem im Elektro-Hightech-Bereich viele Kabel. Pro Jahr werden etwa hier am Standort in Linz 1500 Kilometer Drahtlänge verarbeitet. Das ist die Distanz zwischen der Landeshauptstadt und Barcelona. Wenn die Spraycons fertig sind, werden 8 von 10 Geräte exportiert, etwa nach Berlin oder Norwegen, wo große Teile des Hochspannungsnetzes mit Linzer Produkten versorgt werden. Wir leben von Forschung und Entwicklung. Wir sind ein sehr innovatives Unternehmen und wir haben einen sehr ausgewogenen Produktemix zwischen traditioneller Elektrotechnik und Hightech. Und nur als Beispiel bei uns, sind ca. 30% der Techniker rein in Forschung und Entwicklung tätig. Weltweit sind 600 Mitarbeiter bei Sprecherautomation tätig. Hier am Standort in Linz entwickeln, bauen und prüfen 400 Beschäftigte die Spraycons. 35 davon sind Lehrlinge. Am Anfang war ich in der Lehrwerkstatt ein halbes Jahr. Dann bin ich in die Firma gekommen, in die Elektronikfertigung, auch fast ein halbes Jahr. Und dann bin ich eben umgekommen zu den Elektrikern, zu dem Anlagenbau. Im vierten Lehrjahr will ich dann in die Montage und am Ende von der Lehrzeit kann ich mich entscheiden, in was für einen Bereich dass ich komme. Eine der großen Herausforderungen, die Suche nach Mitarbeitern. Aktuell bietet Sprecherautomation 35 Stellen an. Der Fachkräftemangel ist natürlich auch bei uns angekommen. Wir wachsen in den letzten 10 Jahren durchschnittlich pro Jahr 12% und dementsprechend suchen wir natürlich laufend Fachpersonal. Wir halten an der Produktion in Oberösterreich fest und wir bieten unserer Belegschaft auch eine Mitarbeiterbeteiligung. Das Energieunternehmen wächst also Jahr für Jahr. Kein Wunder, denn die Stromnetze müssen immer mehr aushalten. Und diese intelligenten Hightech-Module aus der Linzer Frankstraße sorgen dafür, dass es zu Hause oder in der Arbeit nicht dauerhaft finster ist.